Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Der hammerschwingende, gut frisierte Jutke Dizzy für Sie. Heute im Programm ganz schön viel Action. In der letzten Folge haben Sie sich wahrscheinlich gedacht, boah, dieses No Further Action Ding, Mann, das kann ja wohl bitte nicht wahr sein. Können wir nicht mal wieder ein bisschen den Hammer schwingen? Wir wollen alle, dass hier mal ein bisschen Bambule passiert. Eventuell für Sie heute das Richtige dabei. Denn, ha, meine Damen und Herren, wir fangen gleich richtig wild an. Wir sind in Australia. Und in Australia, wissen Sie, huhu, das ein oder andere Känguru kann sich schon mal auf die Strecke verlaufen. Und dann passieren sehr interessante Dinge. Auch hier in diesem Fall könnte das passiert sein. Los geht's. Ja. Ich denke, wir müssen alle uns nicht darüber unterhalten, was hier passiert ist, oder? Ich bin ganz ehrlich mit euch, die Parkplatzmarkierung war definitiv nicht an dieser Stelle. Definitiv nicht an dieser Stelle. Das Einzige, was hier zu klären gilt, ist, ob es ein Massencrash ist. Und ich gehe ganz stark davon aus, nach meinen ersten Beobachtungen, das wird es definitiv nicht werden. Nope. Das ist kein Massencrash an dieser Stelle. Sind nicht genügend Autos. Und so kommen wir zur Conclusion, dass das Ganze eine Kollision in der ersten Runde war. Und da das hier für den Massencrash reported wurde, muss das nochmal neu eingereicht werden an dieser Stelle. Also auch hier leider kein Hammer für Sie da draußen. Aber eventuell haben wir ja im nächsten Fall für Sie was parat. Fahren wir fort, meine Damen und Herren. Gehen wir in den nächsten Fall. Meine Damen und Herren, die wahrscheinlich populärste Strecke der Welt, die meistgeliebteste Strecke der Welt. Sie wird sehr häufig auch als die mit einer der ältesten Strecken und historischsten Strecken der Welt verkauft. Und nein, es ist nicht Le Mans. Es ist, meine Damen und Herren, was ist es? Lösen Sie doch das Rätsel auf. Spandauer hier aus der Jury richtig schön reingerufen. Es ist doch tatsächlich die Nordschleife. Hier wurde was Hammerwürdiges reported. Das heißt, eventuell kommt das holzige Holzding zum Einsatz. Schauen wir doch mal rein, was hier passiert. Es ist mal wieder ein Ferrari. Okay. Mir fehlt so ein bisschen, wo ich das gerade als Einruf habe, es fehlt mir so ein bisschen die Red Bull Livery. Das auch. Also mir fehlt so ein bisschen die Red Bull Livery hier bei dem Fall. Ja, einfach weiterfahren, als wenn nichts gewesen wäre. Ja, es ist nichts passiert. Naja, zählen wir doch mal die Fahrzeuge. Ich denke, wir sind über die Vierer-Marke dezent drüber hinaus. Oder? Was sagen Sie? Ah, das war auch nicht reingebremst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doch, wir sind über die dezente Marke drüber hinaus. Natürlich kann er nichts anderes machen, außer weiterfahren. Logischerweise, also ganz klar, er muss weiterfahren. Es war einfach nur ein Moment der Traurigkeit, weil ihm nichts passiert ist an der Stelle, weil das war schon wirklich sehr, sehr motiviert. Und das hätte man definitiv auch vermeiden können. Ich glaube, nach dem Fehler wollte er nochmal was rausholen, habe ich das Gefühl. Also zumindest sah es so aus, weil er in der anderen Kurve nicht so gut rausgekommen ist. Aber, boah, naja, das war jetzt nicht so prickelnd. Das war tatsächlich nicht so prickelnd und ist auf jeden Fall auch zu ahnden. Einem 3-Tage-Bann ist das zu ahnden, weil das ist ein Massencrash in Runde 1 auf der Nordschleife Multiclass-Rennen. Da hat es richtig geknallt. So, und Abfahrt.
Meine Damen und Herren, wir sind mal wieder in Spanien. Und in Spanien passiert ja durchaus sehr viel in der ersten Runde. Da sind Menschen immer sehr ambitioniert. Nicht nur in der ersten Kurve, nicht nur in der zweiten Kurve, nicht nur in der dritten Kurve, nicht nur in der vierten Kurve, nicht nur in der fünften Kurve, nicht nur in der sechsten Kurve, nicht nur in der siebten Kurve. Jetzt haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ich habe einen Sprung in der Platte, aber den Rest der Kurven auch nicht. Also in Runde 1 geht es in Spanien eigentlich immer rund. Ein bisschen mehr als eigentlich sollte. Und wir lassen uns mal überraschen, was hier so Fantastisches passiert ist. Denn ich glaube, hier warten Kracher auf uns. Gucken Sie sich das mal an. Ist ein bisschen leise. Ja, hier geht's wild zur Sache. Das, Okay. Ich dachte mir gerade so innerlich, Mensch, naja, der BMW, was soll er machen? Der steht auf der Bremse, ne? Kann ja jetzt nichts daran ändern. Aber dann kommt das hier. Okay. Und der hat sich sehr viel Mühe gegeben, das zu avoiden. Er hat sich wirklich tatsächlich sehr viel Mühe gegeben, das zu avoiden. Das sah jetzt aber auch schon... Alrighty. Au! Das also... Das sah schon gefährlich aus. Ich würde sagen, er ist gerade mal so mit einem blauen Auge davongekommen, dass er den Ferrari nicht erwischt hat. Das... glaube ich, da hat er Glück gehabt, weil sonst wäre das sehr lange Pause gewesen. So kommt er fast noch mit dem blauen Auge davon, weil er jetzt hier an der Stelle ein Causing Collision kriegt. Ich würde fast behaupten, dass bei dem BMW-Fahrer die ein oder andere Sicherung ein bisschen durchgeglimmert ist und der hier gerade in dem Moment sehr schlechte Laune hatte und das nicht im Zaum hatte, weil ihn das wirklich tatsächlich geärgert hat. Würde ich wirklich behaupten, weil er hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, das hier zu avoiden. Und dann ist ihm kurz die Sicherung geplatzt. Weil das hier ist doof, also verstehe ich auch. Absolut kacke. Aber das rechtfertigt nicht das, was danach kommt. Weil der Rejoin war wirklich ein bisschen wild. Und nein, wir sind nicht bei den Rookies. Ich glaube, dass wirklich tatsächlich, er war so fokussiert auf den, dass er den einfach nachher übersehen hat. Und das ist dann eine Causing a Collision in Lap 1 und gibt einen Abzug. Aber meine Damen und Herren, hier soll ja auch was passieren, dass sie was lernen. Okay? Für mich persönlich ist das definitiv nachvollziehbar, dass man schlechte Laune hat. Absolut. Wenn man wirklich alles gibt und versucht, nicht in solche Unfälle involviert zu sein, wirklich bremst, darauf achtet, dass Leute nicht zu Schaden kommen oder man sicher durchkommt und dann passiert einem sowas, dann ist der Unmut definitiv berechtigt. Dieser Unmut sollte uns als Fahrer aber nicht so sehr beeinflussen, dass wir anderen Leuten im Nachgang schaden möchten. Weil wenn dem wirklich so sein sollte, dass du so viel Unmut hast, dass du wirklich das Gefühl hast, dass du jemand anderes von der Strecke schieben möchtest, dann würde ich dir anraten, mal eine Woche nicht ins Rig zu gehen. Weil dann ist tatsächlich ein bisschen was verkehrt. Und ich spreche da jetzt selber mal aus Erfahrung. Dann lohnt es sich, mal eine Pause zu machen, sich davon zu distanzieren und ein bisschen wieder zurück zu sich selber zu finden. Weil das hier ging gerade nochmal gut, weil das hätte auch ganz schnell mal eine 28-Tage-Pause werden können. Und so war es jetzt tatsächlich mit wirklich sehr viel Augenzwinkern und Zwinkerzwonker, weil noch nie auffällig, war es nur 1,0 Abzug. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Ein Fall haben wir tatsächlich noch. Wir gehen mal rein und wir sind mal wieder in Barcelona unterwegs. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal kurz an. Los geht's.
Okay. Ich möchte extra dazu sagen, jeder hat das Recht dazu, solche Reports zu verfassen. An der Stelle absolut berechtigt. War eine unangenehme Situation, hat ihnen Schaden gebracht und könnte eventuell auch dazu führen, dass das Plätze gekostet hat. Das Auto ist aber wieder gefangen worden. Und hier an der Stelle würde ich persönlich tatsächlich eine Warnung aussprechen. Weil das sah mir jetzt nicht so aus, als wenn der da volles Brikett reingeorgelt ist mit Ach und Krach und Divebomb, dies, das, Ananas. Er ist halt hinten angeditscht. Er hat das Auto wieder fangen können. Ich würde jetzt wirklich sagen, es ist eine Warning. Da müssen wir mal in die Akten reingucken, wie es aussieht um den Beschuldigten, ob da Auffälligkeiten drin sind. Da können wir definitiv einmal eine Warning aussprechen an der Stelle. Ich würde fast behaupten, und deswegen sage ich ja, das ist jedem sein sein gutes Recht, das zu reporten. Aber ich sage mal so, ich denke, ein Großteil hätte das jetzt nicht reportet. Würde ich mal behaupten. Ich würde wirklich behaupten, ein Großteil hätte das jetzt nicht gemacht. Aber an der Stelle muss ich trotzdem sagen, es ist immer gut, dass Leute Reports überhaupt aussprechen, denn ohne Reports würde es nicht besser werden, beziehungsweise kann es nicht besser werden. Also an der Stelle all good für den Report. Und damit schließen wir auch diese Folge für heute ab, denn ich habe gerade herausgefunden, dass ich nochmal einen Friseurtermin habe, weil scheinbar ist meine Frisur nicht so geil. Und deswegen machen wir das Ganze jetzt hübsch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, hallo, guten Tag, moin, auf Wiedersehen, hab mich gefreut. Bis dann.